Computer, die gewinnen mit ihrem Äußeren meistens nicht gerade einen Preis für schönes Design. Die meisten Rechner sehen einfach aus wie eine graue Blechbox. Bei den Computerfreaks voll angesagt ist deshalb das sogenannte Case-Modding. Heißt auf gut Deutsch nicht anderes, als dass sie ihre Rechnerkästen optisch aufmotzen. Einer der bekanntesten Case-Modder der Szene ist Frenkie Janse. Er wohnt in der niederländischen Grenzstadt Brunsum und hat mit seinem getunten Computer schon jede Menge Preise gewonnen. Billige Weihnachtslampen, Elektroschrott und ein Abfalleimer. Und schon hat der Bastler ein neues Computergehäuse gebaut. Braucht nicht so viel Geld davor. Nur viel Kreativität und ein bisschen mit den Händen arbeiten. Jeder kann es. Mit einem Mini-Fräser zerschneidet Frenkie Janse jedes nagelneue Computergehäuse. Zuerst hat er rein aus Spaß Löcher reingebohrt, dann kam der medizinische Ingenieur auf immer fantastischere Ideen. Ein Computer ist ja immer ein rechteckiges Blechdosen. Und was kannst du machen an die Dose, was einer anderen noch nicht gemacht hätte? Ja, das ist immer ein Loch darin an die Seite oder ein Loch darin von die Seite. Die Kunst ist, etwas zu machen, was die anderen noch nicht hätten. Und mich ist das noch immer gelungen, um etwas zu machen, was die anderen noch nicht haben. An diesem Drachenschloss hat der 47-Jährige in seiner Freizeit ein Jahr lang gearbeitet. Es ist aus Gips. Jedes Steinchen hat er per Hand gemacht. Mit diesem Computer habe ich noch nicht einen Wettbewerb gemacht. Vielleicht mache ich das noch. Aber es ist einer meiner schönsten. Ich habe viel Spaß mitgemacht, um die zu machen. Er hat schon viele Preise gewonnen. Vor allem wegen seiner Liebe zum Detail. Das störende Rauschen der Luftkühlung gibt es in seinen Kästen nicht. In diesem Kasten hat Frenkie Janse eine geräuschlose giftgrüne Wasserkühlung eingebaut. Dieses Ballgeschoss ist sein größter Computerkasten. Er ist fast 3 Meter lang. Sein neuestes Projekt wird aber das genaue Gegenteil. Das wird ein sehr kleines Computer. Das geht so hier rein. Und die ganze PC wird nicht viel größer wie dies und zur Höhe. Der neue Computer soll aussehen wie ein Skorpion und im Wohnzimmer einen Ehrenplatz bekommen. Neben den anderen 5 Kreationen, die er übrigens alle auch benutzt. Nicht schlecht.